Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empyrean Galactic Survival. Mit mir dabei, dem Möhres Monitor, ist Kami Zockt. Grüß dich. Ja, hallöchen. Ja, in der letzten Folge sind wir hier auf dem schönen Desert Planet gelandet. Ich glaube, er heißt Omicron, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir haben die ersten kleinen Sachen gemacht, ein bisschen was erklärt zum Spiel. Und hatten, glaube ich, Probleme mit dem Oxygen Collector. Wir haben mittlerweile festgestellt, das hat sich erledigt, der funktioniert, also da brauchen wir uns keine Sorgen mehr drüber zu machen. Und was nochmal jetzt direkt am Anfang erwähnt sein sollte, ist, dass wir uns jetzt auf einen festen Sendeplan geeinigt haben. Wir wollen nach Möglichkeit zweimal die Woche das Ganze hier rausbringen und das sollte dann jeweils am Mittwoch und am Samstag geschehen. Also, wer das regelmäßig schauen möchte, immer Mittwoch, Samstag mal gucken, was los ist und dann seht ihr die neueste Folge direkt live. Wenn man so will. In Farbe und bunt. Und genau. Ja, der Plan für jetzt, wir müssen erstmal hier noch einiges an Erzen, glaube ich, abbauen auch, wenn ich mich nicht ganz irre. Ah. Ich weiß nämlich schon nicht mehr, was wir letzte Folge alle schon abgebaut haben. Also ich meine, ich hätte ja schon am Eisen ein bisschen rumgewerkelt das letzte Mal. Ja, ein bisschen was ist schon da und Prometheum haben wir schön ordentlich. Das hattest du komplett leer gemacht, richtig. Genau, ja. Sonst, ich meine, wir kennen das jetzt schon aus dem Livestream, das ist ein bisschen natürlich auch jetzt das Problem, dass da wir schon so viel im Livestream jetzt gespielt haben und die Welt halt genau die gleiche ist. Wir wissen auf der einen Seite halt ganz genau, wo die Sachen hier sind teilweise. Wo wir hin müssen, das ist natürlich noch ein bisschen, nur, ja, naja, ist halt so, sollen wir jetzt so doof tun und nicht wissen, wo es ist und so, ach, guck mal, da ist es ja. Nein, wir wissen, wo die Sachen sind. Also wir brauchen zum Beispiel auch Silizium. Genau. Da werde ich mich relativ schnell drum kümmern, beziehungsweise hätte ich sogar gesagt, ganz für den Anfang, schauen wir, dass wir kurz die Assault Rifle für beide bekommen und dann uns da hinten das Wrack genehmigen. Genau, also ich bin jetzt nochmal eben kurz zum Eisen hier rüber gelaufen, weil da ist jetzt noch nicht so viel rausgeholt, damit wir da auch mal weiter vorankommen. Und für alle die, die uns auch im Livestream jetzt verfolgt haben, wir müssen natürlich hier einen etwas anderen Plan vorgehen. Als wir es im Livestream getan haben, da haben wir natürlich sehr viel Zeit. Hier im Let's Play ist natürlich die Zeit, sage ich mal, ein bisschen eingeschränkter, weil wir wissen ja zum Beispiel nicht, was ist mit Updates, sind die immer wieder kompatibel mit aktuellen Spielständen, müssen wir vielleicht eine neue Staffel anfangen und so weiter und so fort. Und damit wir nicht nur hier jede Staffel irgendwie ja nur irgendwie Sachen sammeln und so weiter, sondern auch ein bisschen vorankommen, werden wir hier zunächst erstmal darauf verzichten, ein eigenes Raumschiff zu bauen, sondern unser altes Flott zu machen und damit auch mal den Leuten hier das Let's Play schauen, zum Beispiel auch die Möglichkeit zu geben, wie es ausschaut, wenn wir ins Weltall fliegen und so weiter und so fort. Genau. Und ebenso hätte ich gesagt, wir machen jetzt uns schnell ein paar Assault Rifle, gehen dahinter, weil das ist schön, was in dem Wrack versteckt ist, ist ja nur ein bisschen Bewachung durch Drohnen. Genau. Und dann könnten wir nämlich anfangen, direkt hier eine kleine Base aufzuziehen mit dementsprechend Ackerbau. Genau, darum, ohne das kommen wir nämlich auch nicht sonderlich weit, es sei denn, wir haben unendlich viel Schusswaffen, um uns Alien Meat zu holen. Allerdings brauchen wir so oder so auch den Food Processor, sonst können wir mit dem ganzen Fleisch nämlich auch nichts anfangen. Genau, also ich kümmere mich mal kurz um die Waffen. Gerade hier ein bisschen zu erkennen, wo mein Eingang war. Die, ne? Oder hatte ich hier noch gar nicht so reingegraben? Sieht nicht so aus. Ich bin das letzte Mal da runtergesprungen. Sonst komme ich hier nachher so schlecht raus. Ich habe jetzt auch mal ein paar Batterien gemacht, dass man nachher dann schön weiter craften kann und so und vielleicht ein bisschen hier Processing lässt, während wir da hinten auf Erkundungstour sind. Damit das schon mal läuft, ja. Auch richtig. Da hinten sind halt sehr viele so Einzelbauteile drinnen, wo man braucht zum Weitercraften. Und das ist halt am Anfang extrem hilfreich, wenn man die direkt hier geschenkt bekommt, anstatt die mühselig dann am Anfang selbst craften zu müssen. Genau. Die Pistole, die ist zwar schön und gut, aber gegen die Drohnen halt relativ schwach. Weil es auch stärkere Gegner gibt als die Drohnen, nur sie können einem natürlich auch gefährlich werden, wenn sie, glaube ich, wieder auch zu dritt auftreten und uns dann irgendwie alle gleichzeitig sehen, das wäre ein bisschen unglücklich für uns. Genau. Und von dem her ein bisschen Bewaffnung und dann können wir da mal schon ein bisschen an die Materie rangehen. Was mir gerade so ein bisschen auffällt, ist beim Abbauen, dass ich hier doch dann während des Abbauens sich doch ein paar Ruckler mit einschleichen hier.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ja, irgendwie an der Performance heute liegt. Das ist also mein Laptop heute sich mal denkt, nur heute machen wir mal Wärmessung. Heute machen wir mal nichts. Es ist Samstag, es ist warm draußen und keine Lust. Schön ist, die Assault Rifle ist eigentlich relativ billig gerade. Ich bin gerade am Überlegen, warum ich das letzte Mal im Stream so ewig lang gebraucht habe, die zu craften. Vor allen Dingen haben wir jetzt relativ spät auch erst die Idee gehabt, das zu bauen, das Teil, glaube ich. Und das einzige Problem ist halt, dass wir dafür noch keine Schuss haben, weil wir dann halt kein Munition haben. Erschreck mich doch nicht, das hier ist so ein komisches halbes Hähnchen. Was aber Gott sei Dank friedlich ist. Es gibt ja nur ein paar feindliche Lebewesen. Das sind, glaube ich, nur zwei auf dem Planeten hier. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob der Golem wirklich feindlich ist, weil er ist so langsam, dass man eigentlich nicht so lange warten möchte, bis der tatsächlich dann mal vor einem steht. Aber schon, weil der direkt auf einen zuläuft und das ist ein bisschen suspekt. Das ist auch einfach nur neugierig. Und was machen die Spaten hier? Also wirklich lohnt, tut es sich nicht, den umzubringen. Habe ich zumindest jetzt nicht so als so lohnenswert empfunden. Nicht so wirklich, ja. Gut, was ich gerade gesehen habe, wir könnten ja doch, wir haben hier schon einen Core auf Lager, also eine Base könnten wir schon fast anfangen Ja, genau. und Ackerbau machen, aber ist halt jetzt die Frage, wollen wir zuerst die kleine Base hier aufziehen oder zuerst dahinter? Also je nachdem, ich bin jetzt erstmal noch ein bisschen am Eisen hier gerade rausbohren aus der Erde. Wenn du schon mal die Sachen vorher vorproduzierst, wenn das jetzt nichts anderes im Weg steht, kann man das natürlich auch schon mal setzen. Weil das sind hier zwei Pflanzkübelhammer, ein Growing Light, das passt eigentlich. Ja, genau, die hatten wir auch beim Livestream natürlich von Anfang an. Dann mache ich das mal schnell. Dann kann hier das Zeug nämlich schon mal ein bisschen wachsen. Ich persönlich bin normalerweise, meistens wenn wir zwei zusammenspielen, das ist interessant, dann übernimmt meistens der Möhre den Part des Versorgungsoffiziers in Essensbelangen. Irgendwie hat sich das so eingespielt, genau, und der Kamin ist meistens der Baumeister. Und das ist ganz interessant. Von dem her weiß ich oft gar nicht im Endeffekt, wie man irgendwas zu essen zubereitet. Naja, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber ich finde es jetzt gerade lustig, dass ich dann möglicherweise auch diesmal dabei bin, wenn wir so eine kleine Farm hier aufbauen. Ja, und beim Livestream war es dann auch so, dass als ich dann mein eigenes Ground Vehicle gemacht habe, um ein bisschen durch die Gegend zu hoppern, ich überhaupt keinen Plan von gar nichts hatte und mir da erstmal Schritt bei Schritt das vom Kamin erstmal erklären lassen musste, was ich denn überhaupt jetzt herstellen muss und so weiter. Weil ich das halt nicht gemacht habe, während ich da unsere Grundversorgung erstmal aufgestellt habe. Währenddessen sammle ich hier gleich mal so ein paar Fibers und sowas noch zusammen, was hier in der Region wächst. Brauchen wir ja, glaube ich, später für Plant-Fibers Nährlösung brauchst oder was war das? du. Die Plant-Fibers brauchst du ja alleine schon zum Beispiel dafür, um halt neue Pflanzkübel herzustellen. Ah, okay. Irgendwas war da, du hast die immer gebraucht und. Ja, da habe ich nämlich gesagt, wo sind die? Was ist das? Wie sehen die aus? Weil ich die nämlich bis dahin nicht eingesammelt hatte. Manchmal sieht das hier alles ein bisschen schwierig aus. Schön ist so irgendwann, wenn man so die erste kleine Basis hat, dann fängt das an, so wirklich gut zu laufen. Da hat man Essen, dann hat man Sauerstoff. Dann ist von der Seite Entwicklung des Survival nicht mehr ganz so schlimm. Nee, aber bis man wirklich tatsächlich die Menge an Essen produzieren kann, die man jetzt für zwei Leute braucht, hat für alle eine natürlich nur die Hälfte, aber das hat dann doch auch im Livestream doch ein paar Stündchen gedauert. Also das ist jetzt nicht mal eben mit den zwei Pflanzkübeln erledigt, weil wenn wir uns dann ein Brot zum Beispiel reinpfeifen, ja, dann sieht man da unten in der Essensanzeige, sagen wir mal, die wäre leer oder fast leer, weil man möchte ja nicht gerade am Verhungern sterben, aber fast leer, isst sich dann ein ganzes Brot und dann hat man, sage ich mal, nur die Hälfte von dem, was ich jetzt gerade in meinem Balken drin habe, noch wieder drauf. Und das ist dann nicht sonderlich viel. Dann braucht man halt mal so sechs, sieben Brote, um sich wieder voll zu essen und die kriegt man halt nicht raus. Man kriegt aus einer geernteten Pflanze ein Brot. Und dementsprechend muss man da schon viel anbauen, um sich dann wirklich hier satt zu essen. Es ist aber immer bei solchen Spielen, finde ich extrem, sobald man schon zu zweit ist, da hat man schon die halbe Miete herinnen, da kann man schön
Arbeitsteilung machen. Aber wenn man allein ist, da hat man oft so wenig Zeit und muss alles immer gleichzeitig machen, das ist extrem. Ja, das ist dann noch schwieriger. Wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt unterwegs und gleichzeitig aber geht mein Essen jetzt zur Neige und ich dann überlege, was soll ich denn jetzt als nächstes machen, dann wird es problematisch. Und jetzt merke ich gerade, dass ich keine Fuel-Tanks zum Abbauen mitgenommen habe. Habe ich natürlich nicht dran gedacht, weil im Livestream laufe ich da die ganze Zeit schon mit 10 Stück immer so reserveweise im Inventar rum und jetzt bin ich Hier losgelaufen. die Drill Charges. Genau. Deswegen Ah, bin ich okay. gerade out of Drill. Da vorne ist auch so ein Sandgolem, Wüstengolem. Mal Oh, gucken. und. Ach du Scheiße. Ich greife dich an. Und zwei Skorpione. Einmal hier raus. Und dann laufen wir eben zurück. Sonst können wir eh nicht mehr. Unsere Waffen ist direkt. Okay. Also der da vorne ist friedlich, der Zweibeiner hier. Der macht einen Mix. Wir haben es gerade gesehen, das kann, wenn es dann zwei Stück werden mit der Pistole, ist nicht ganz so einfach. Und was jetzt auch passieren kann, das ist leider ein Bug, der jetzt hier dabei ist bisher, weil das ist natürlich auch, wie gesagt, links oben steht ja die Pre-Alpha 2.0.1.0.1.3.8, also quasi eigentlich noch vor einer Alpha-Version. Und ich habe den Bug, wenn ich jetzt hier in Transportkisten zum Beispiel reingucken will, vielleicht kann ich das jetzt direkt mal demonstrieren, mal schauen. Ne, hier geht's, dass ich keine Anzeige habe quasi und deswegen nicht mit den Kisten interagieren kann, aber mir geht's jetzt gerade gut. Ist. Sandgolem scheint am Tag zumindest freundlich zu sein. Jetzt geht er auf mich zu. Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Spannung. Immer Ja, aber lieber. jetzt gerade funktioniert, also es hat auch beim Livestream erst irgendwie nach einer gewissen Zeit angefangen, dass es nicht mehr funktionierte. Aber es geht auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Es geht auf jeden Fall jetzt gut. Kein Problem. So, dann packen wir jetzt hier Was ich Ah. auch sehr schön finde, das Entwicklerteam von Empyrean, da kann man gerne auch eine Mail hinschicken, wenn man hier irgendwelche Bugs oder sowas entdeckt. Und die sind da auch wirklich dankbar dafür und schreiben auch dann gern zurück. Ja, was man bei mir jetzt gerade sehen konnte, das kannte ich nämlich noch nicht. Ich konnte zwar reinschauen in den Konstruktor, also seine Aufträge und so weiter bearbeiten, aber ich habe allerdings meine Anzeige meines eigenen Inventars war nicht funktionabel. Also ich konnte jetzt das Eisen nicht da reinschmeißen. Jetzt hat es geklappt, alles in Ordnung und ich kann hier Iron Ingots herstellen. Ja, Aber jetzt das ist noch natürlich. nicht allzu viele, weil mir fällt gerade ein, vielleicht warten wir damit erstmal noch ein bisschen, bis wir so viele Iron Ingots herstellen. Das könnte nämlich dann irgendwie was behindern hier. Weil eigentlich, haben wir gerade gesagt, wenn wir genug Schuss haben, müssen wir mal gucken, wann denn. Wir brauchen nämlich dann ein paar Metal Plates. Oh, mein Inventar ist voll. 40 haben wir. Brauchen nämlich noch für den Start der Basis, brauchen wir nämlich noch hier diese Hull Blocks. Und davon brauchen wir insgesamt 8 Stück, wenn ich mich nicht irre, ne? Acht Stück genau, müssten es fast sein. Ich habe jetzt den Core leider dabei gehabt, weil Ja, ich das habe hier wird auch noch gleich erst produziert. ein paar Corn Dogs gesammelt, da kriegst du auch gleich ein bisschen ab. Um was zu essen. Ja. Also wir haben auch noch ein bisschen was hier an Bord. Ich weiß gar nicht, in welcher Kiste war es denn jetzt? Ja, das Links sind ja halt saß die ich. Notrationen, aber mit denen sollte man halt auch relativ sparsam umgehen. Die füllen einen nämlich wieder instant komplett auf. Man kann die zwar auch nachcraften, aber die sind echt teuer. Hier, die sind das. Die Emergency Rations, die kann man halt essen und dann geht das Food voll. Auch wenn man schon leer gegessen ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Amount das hat. 500 nämlich. Aber da sind halt sehr viele Sachen notwendig, die man dafür haben muss, um sie herzustellen. Und naja, richtig lohnen tut es sich nicht erst dann, wenn man die Sachen in Menge hat. Und so weit sind wir im Livestream auch noch nicht, obwohl wir da schon, keine Ahnung, wie viel haben wir da gespielt? 12, 13 Stunden insgesamt mittlerweile. Ja, darf knapp hinkommen. Ja, und von daher, das wären ja schon einige Folgen noch Let's Play. Und ja, wir müssen jetzt zum Beispiel, ich kann das mal eben kurz hier demonstrieren, für unsere schöne Wessel, die wir hier haben, unsere abgestürzte ja, Notkapsel, so heißt es ja mehr oder weniger. Wir sehen ja erstmal, dass das Ding schon mal schief steht. Das heißt, wir brauchen hier noch einen weiteren Fuß drunter, damit wir ein vernünftig gerade stehendes Fahrzeug haben. Das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Wir möchten ja auch ein bisschen optisch möchte man ja haben. Aber was unbedingt notwendig ist, als einzige Düse, die wir momentan haben, ist nämlich die hier hinten.
Das heißt, wir können eigentlich nur nach vorne fliegen. Damit ist gemeint auch wirklich nur geradeaus nach vorne. Wir brauchen nämlich Steuerdüsen an den Seiten, um nach links und rechts zu fliegen. Wir brauchen eine Düse unten drunter, damit wir überhaupt aufsteigen können. Wir brauchen eine Düse vorne, damit wir bremsen oder zurückfliegen können, wenn wir es notwendig haben. Und wir brauchen eine, die nach oben geht, um halt auch Sinkflug anzuleiten im Waagerechten. Und was ebenfalls noch notwendig ist, ist zum einen, dass wir noch eine weitere Beifahrercockpit hinzubauen, weil wir nicht beide in dieses Cockpit rein können und auch den Planeten aktuell nicht verlassen können, solange wir nicht beide zusammen in einem Flugzeug sind. Das könnte sich dann mit zukünftigen Updates ändern, weil das jetzt gerade hier ein gehostetes Spiel vom Kamin ist und kein Server. Und was wir noch brauchen, das sieht man jetzt, wenn ich hier mal einsteige, ist, das zeigt er uns hier oben an, das RCS. Das ist, glaube ich, sowas, so eine Art, ja, wie soll man Das das, ist ein, Kontrollsystem, ne? genau, das ist ein Gyro, also ein Lagesensor. Und der ist halt auch zwingend notwendig, bevor wir überhaupt irgendwie hier vernünftig mit dem Ding fliegen können. Dementsprechend die Sachen müssen wir alle erstmal noch herstellen. Und das, naja, das kommt natürlich noch, aber dafür wollen wir erstmal jetzt halt die Base da stehen haben. Und wir müssen halt das ein oder andere dafür halt craften. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob alles möglich herzustellen ist in dem Konstruktor, den wir hier drin haben. Denn es gibt das nämlich nur ein Small Konstruktor oder quasi ein kleiner Konstruktor für dieses Flugzeug, und es gibt halt noch den großen, den man halt auf der Base platzieren kann. Und ich Oh, glaube, ich da hätte können wir hier ein bestimmt bisschen Sachen Essen für herstellen. dich dabei. So, ich habe jetzt auch die 8 Hull-Blocks. Du hast den Core. Möchtest du die Base dann bauen? Oder? Kann ich schnell machen. Ich hau hier das ganze Essen mal in die linke Kiste rein. In die linke, okay. 8 Hull-Blocks, dann hauen wir den Core noch dazu. Kannst du dann auch Okay. nachher gerne mal. Ich schaue natürlich dann dabei zu, wenn du das platzierst, damit man es auch sehen kann. Die Piss. Was sage ich denn? Ja, hier unten ist halt die Knarre drin mit 125 Schuss, da kommt man schon ein bisschen damit. Gut, gut. Ich tue mal gerade hier unsere Corn Dogs. So ein bisschen aussehen wie, ja. Eigentlich sehen die aus wie Würstchen oder sonst was, keine Ahnung, aber das ist ja Okay, ewig ich habe verflachsen. dennoch was vergessen bei dem Ganzen. Es müssen noch ein paar andere Sachen gecraftet werden, dass das Ganze wirklich funktioniert. Das machen wir dann aber jetzt dann doch, während wir unterwegs sind. Weil es ansonsten ja zeitlich nicht ganz hinhaut. Weil ich habe vergessen, dass wir da ja noch einen Fuel Tank drauf packen müssen und noch Ja, genau. Generator. Also die Sachen lassen wir dann craften, während wir unterwegs sind und sonst dann das Schiff, was denn da hinten irgendwo ist. Da, genau. Dieses Konstrukt da hinten, das ist ein, glaube ich, abgestürztes Schiff von früheren Zeiten, wo halt ein bisschen was zu looten ist für uns. Und da kann man erstmal schon ein bisschen sich farmen und so weiter sparen. Vielleicht finden wir auch ein bisschen was zu essen da drin. Mal schauen, lass uns überraschen. Also könnte ich nochmal bisschen Sauerstoff tanken. Sauerstoff. Mal dann auch mal überprüfen, nämlich, dass die Flaschen nämlich hier raus sind. Und ich hatte vorhin, als wir mal kurz überprüft haben, ob denn unser Oxygen Kollektor da hinten im Wasser denn jetzt funktioniert, hatte ich schon mal welche Flaschen mitgenommen. Deswegen kann ich jetzt auch wieder neue reintun. Okay, gut, also du kannst dir gern aus dem Constructor die Waffe nehmen. Ja, ich komme gerade rum. Da müssen wir nur noch kurz schauen, dass der Constructor nachher wieder Strom hat. Inventar leeren und dann können wir auch schon los. Ich mache einmal hier diese Lampen bei dem Inventar und die Schuss nehmen wir uns noch mit. Und dann müssen wir die natürlich nachladen. Macht er jetzt gerade. Dann dürfte jetzt auch gleich da unten die 10, 20, glaube ich, sind, ne? Ja, 25. Und mit dem Ding können wir sehr schön zielen, wie man sieht. Schon einiges besser als hier mit der normalen Pistole einfach. Genau. Gegner Ich habe dürften noch schneller Raw sterben. Meat dabei und lauter so komisches Zeug. Raw Meat, ja, das Raw Meat, Okay. das kann er ruhig vergammeln, weil dann können wir das nämlich super. Sauerstoff wäre noch ganz cool. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgefüllt. Etwas über mehr als die Hälfte an Essen, voll mit Oxygen, Oh, voll mit sehr Heroin. nice. Und das Schöne ist, ich weiß gar nicht, wie lange wir heute schon aufnehmen, weil
Die F9-Taste, die F9-Taste, mit der wir hier den HUD aus- und anschaltet, die ist leider bis jetzt belegt im Spiel. Also mit dem HUD ein- ausschalten und die kann man nicht umlegen. Und leider ist bei sehr vielen Aufnahmeprogrammen und unter anderem auch bei meiner Uhr als Hotkey fest die F9 drin. Ja, dann ist das natürlich immer ein bisschen schlechter. Genau, von dem her weißt eigentlich du, wie lange wir schon. Also auf jeden Fall eine Viertelstunde, das kann ich schon mal sagen. Genau, weil der Tag 12 Minuten dauert. Den haben wir jetzt komplett schon drauf und ein Minütelchen davor auch schon. Machen wir so, wir kämpfen uns jetzt den Weg bis zum Schiff frei und werden dann da die Folge beenden, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Und dann können wir das nächste Mal locker flockig mit dem Looten beginnen. Schön ist auch, dass die Assault Rifle, die hat vorne dran halt auch eine Lampe. Wenn es dunkel wird, ja. Dann sieht man auch, wenn man auf den Boden strahlt jetzt, dann sieht man auch den Lichtkegel. Hier sieht es noch richtig schön eigentlich aus. Schön hier ein See, komische Berge im Hintergrund. Riesenmaden. Nur die Würmer sind jetzt bisher noch nicht zu sehen, oder? Da oben ist eins, da. Der sieht total schrecklich aus, der Desert Worm. Aber er ist total ein liebes Tierchen. Also das tut uns nichts. Genau, das ist wirklich faszinierend. Und braucht aus der Waffe abgezählte 8 Schüsse, bis er dann down ist. Und die anderen komischen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Wie heißen sie denn? Dinosaurier. Dinosaurier. Sind auch friedlich, aber sollte man die angreifen, dann sind die, glaube ich, schlimmer als die aggressiven Tiere auf der Insel Ja, die oder auf sind dem ziemlich Planeten. gefährlich. Die sind gefährlich, allerdings die Würmer greifen einen auch an, wenn man sie angreift. Also sie wehren sich alle. Allerdings waren auf weite Distanzen, habe ich zumindest festgestellt, die Dinosaurier abschießt. Mit dem Gewehr kann man das ja, wie gesagt, raus anzoomen und so weiter. Da sieht man auch mal das Crashed SM MS Titan, so heißt sie. Wenn man die aus der Entfernung anschießt, dann flüchten die. Zumindest haben sie es bei mir so gemacht. Beimal. Okay, jetzt wird es dann langsam interessant. Sieht Dürfte hier ein nämlich dann nicht. bisschen, wir laufen gerade mehr oder weniger gegen die Zeit. Wenn man jetzt hier einfach weiterlaufen würde, dann wird es relativ lange hell bleiben. Genau. Aber wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die Geschwindigkeit, die Sonne hat. Das würden wir nicht schaffen. Das kriegen wir mit unserem Flugzeug hin. Aber jetzt, wenn ich hochschaue, es ist immer 30 Sekunden bis Sonnenuntergang, es wird eher ein bisschen mehr. Nur gerade waren es 32, jetzt habe ich noch 29. Ja, wenn wir jetzt zu nah rangehen, oder willst du jetzt Egal, erst noch da die vorne. Drohnen Ja, holen? die schießen schon. Ich sehe sie noch nicht. Die sind gar nicht da. Das war die erste. Genau. Da knurrt mir der komische Wurm ins Ohr. So, bei mir hängt die jetzt hier schön in der Luft, bei dir auch. Ja, das macht sie normalerweise nicht. Und da Nee. oben hängen noch mehrere dran. Also ich sehe jetzt hier noch zwei Stück. Ich Kommen sie schieße denn einfach mal dran? eine an. So, ich habe die mal hochgesprungen und die hatte ein paar Schuss für uns dabei. Hey! Wo kommt der denn her? Angriff ist die beste Verteidigung. Ich sehe sie nicht. Irgendjemand hat mich angeschossen, aber ich sehe sie nicht. Ja, die liegt jetzt schon im Dreck. Gut, und dann müsste noch eine dritte sein normalerweise, ne? Schieße ich auch schon mal an. Die kommt jetzt auch gleich raus. Die sehe ich auch noch nicht. Die hat das letzte Mal auch das Problem. Die ist nämlich in der Mitte vom Schiff drinnen. Und die kommt da nicht so wirklich raus. Die kommt da nicht raus. Pech gehabt, Keule, dann Ach, muss da da drin oben war die. sterben. Da Ja. oben war die. Ja, das ist das letzte Mal nämlich auch erledigt und ich war nämlich schon munter losgelaufen. Also die erste habe ich gelootet da hinten. Die hatte, wie gesagt, ein bisschen Schuss für uns parat. Hier sieht man schon, Oh, jetzt hat sie genau, unsere Drohne Reactor entdeckt. Core, alles was wir schön brauchen. Da hinten ist noch ein böses Tier. Otyuk. Ich habe Ach, jetzt, da glaube drin ich, ist noch mal eine. wie sieht er die denn immer? Ach, da! Und ich werde jetzt nur noch ganz kurz nach oben schauen, dass die andere nicht despawnt. Und dann werden wir hier schön das Schiff mal am nächsten Tag, in der nächsten Folge, ein bisschen looten.
Genau, weil hier gibt es dann noch einige Container auch drin. Die man sich dann anschauen kann. Ich komme hier nicht hoch, das war mir ganz klar. Ja, okay, dann machen wir am besten an dieser Stelle Auf der schon Cut. Ich Unterseite. kann ja dann in der nächsten Folge auch zu der Toni hoch. Ja, jetzt hier. Genau, so ist der derweilige Plan. Hier einfach mal ein bisschen looten und dann dementsprechend eine kleine Base aufbauen. Ja, dann walte deines Amtes. Alles klar. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich hoffentlich genauso, dass ihr am Mittwoch wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Imperium. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns ja hier einen Daumen nach oben da lassen oder halt auch ein Abo, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt uns in die Kommentare, was euch gut gefällt oder was nicht. Und vielleicht auch, was wir hier mal machen sollen. Oder falls ihr irgendwelche Hinweise, Tipps für uns habt, natürlich auch hier rein. Immer gerne gesehen. Ja, und ansonsten, der Link zum Kamin findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Und andersrum glaube ich auch, wenn ihr die Genau andere richtig, sich ja. anschauen wollt. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus.